Grüne Wiesen, Berge mit Weitsicht, Abhöranlagen, Stacheldraht. Was hier in Bayern passiert, darf niemand genau wissen. Der Geheimdienst BND verteidigt Deutschlands Sicherheit. Wie er das macht, wird theoretisch kontrolliert, aber praktisch wollen, dürfen oder können die Kontrolleure darüber nicht reden. Das ist ein Teil dieser Affäre. Wen hat der BND ausspioniert? Angeblich hat der BND für den US-Geheimdienst NSA europäische Nachbarn ausspioniert. Medien berichten, es seien französische Regierungsbeamte betroffen sowie Mitarbeiter der EU-Kommission. Der Kommissionspräsident ist not amused. Bundestag und Bundesregierung müssen den Sachverhalt aufklären. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages beißt sich die Zähne aus. Die Linksfraktion fragte nach bei der Bundesregierung. Die Antwort: keine Erkenntnisse. Und das, obwohl der BND das Kanzleramt vorher informiert hatte. Hat die Bundesregierung gelogen? Die Opposition sagt ja, die Regierung sagt nein. Hinweise seien ja nicht dasselbe wie Erkenntnisse. Merke, Wahrheit ist auch eine Frage der Wortwahl. Und siehe, Erklärungen dazu besser vom Blatt ablesen. Die Bundesregierung informiert das Parlament immer nach bestem Wissen und Gewissen. Das gilt jetzt und das gilt auch für die Vergangenheit. Die Behauptung, die Bundesregierung habe die Unwahrheit gesagt, weise ich nachdrücklich zurück. Der Koalitionspartner SPD geht vorsichtig auf Distanz. Die Kanzlerin selber, gehe ich doch von aus, muss ein großes Interesse daran haben, zu wissen, wo ihr eigenes Amt an dieser Stelle versagt hat. Wie reagiert die Kanzlerin? Zu Beginn der NSA-Affäre hatte sich die Kanzlerin Spionage unter Freunden klar verbeten und hinzugefügt: dafür bin ich als Bundeskanzlerin auch verantwortlich, das durchzusetzen. Merkel hat vollständige Aufklärung versprochen. Darauf warten alle. Doch öffentlich scheint das nicht möglich, weil, so ein Pech aber auch, die Sache ja streng geheim ist. Hat die Affäre Konsequenzen? Es wird jeden Tag mehr ein Problem des Bundeskanzleramtes. Die Bundesregierung hat ein ganz schmales Zeitfenster jetzt, nicht zu den Vertuschern, sondern zu den Aufklärern zu gehören. Für mich ist zunächst einmal der gute Ruf der Sicherheitsbehörden im Moment gefährdet, weil etliche Kollegen der Opposition hier täglich ins Blaue schießen, ohne selber konkrete Fakten zu haben. Fakten soll Innenminister de Maizière liefern. Nächste Woche will er Aussagen vor dem parlamentarischen Kontrollgremium. Die Sitzungen sind übrigens geheim.